Gut, die Steine, die schmeiß ich jetzt da oben wieder rein. Deswegen kann ich bestimmt auch irgendwas anderes machen. Und noch mehr Steine, natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Und noch mehr Steine, natürlich, natürlich, natürlich. Und noch mehr Steine. Wie viele Steine habe ich denn da drin gehabt? Dann haben wir noch das Zeug hier. Alle. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Flop. Und was ich auch gleich machen können, hätte ich gar kein Lager bauen müssen. Naja. Schaden tut's nicht, später brauche ich's eh. Aber meine Werkzeuge sind gleich kaputt. Ich glaube, ich sollte bessere bauen, so schnell wie möglich, ey. Das Gefühl, ich habe irgendwas falsch eingestellt. Ich level ultra langsam. Also gar nicht quasi. Ist meine Ernährung etwa so mies gewesen? Ich hoffe nicht. Ja, wobei sie sieht sehr einseitig aus, auf jeden Fall. Hätte besser sein können. So, das Ganze gleich noch irgendwie noch 5 tief machen. Boah. Ich glaube, das Lager unten drunter, das baue ich nachträglich, wenn ich bessere Werkzeuge habe. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich schaufel mich hier zu Tode. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass im Multiplayer alles noch langsamer vorangeht. So. Der Karren muss so stehen. Das ist okay so. Okay, ist voll. Ich habe zu viel Hunger wieder. Was? Ja, ich glaube, wenn du auf mehrere Personen einstellst, bekommt jeder weniger. Das könnte sein. Nicht mehr dafür habe ich. Speicher, Speicher, Speicher. Die futter ich jetzt einfach mal kurz so.
dass ich überhaupt irgendwas machen kann. So, das können wir mal durchjagen. Der Maiskolben, wo haben wir den denn? Da. Machen wir auch mal ein paar. So, da muss ich mal ganz kurz hier mein Werkzeug reparieren. Ich habe kein Holz, willst du mich verarschen? Ich habe kein Holz. Was ist da los? Ich habe mir ganzes Holz verbraten. Dann holen wir schnell welches. Das geht ja nicht, ne? So. Aha. Spionen? Was ist hier los? Was wird hier geguckt? Was suchst du? Guckt mich einfach nur grimmig an und geht. Werkzeuge hier kaputt. So. Dann einmal das hier. Dann schütten wir hier weiter auf. Diese Wölfe! Jetzt habe ich einen Hirschkadaver. Toll. Diese Wölfe machen mich fertig. Bin ich jetzt erschrocken? Ja, im Verhältnis zu mir ist das wahrscheinlich sehr viel lauter. Sagen, nimm Erde mit. So. Jetzt ist ja die Frage immer noch, welchen Beruf erlerne ich? So, jetzt kriege ich den nicht weg, na toll. Welchen Beruf erlerne ich und vor allem, wo stelle ich das dann hin? Zack, zack, zack. Alles da rein.
So, jetzt haben wir ungefähr die Fläche, die ich brauche. Der Stein muss halt noch weg. So. Das kann auch weg, das kann auch weg. So, der noch. Flop. So. Das ist die Fläche, die ich haben wollte, auf jeden Fall mal für mein Haus. Von der Größe her. Erstmal. Ne? Ist alles ausbaufähig. Die Schubkarre leer machen, leer räumen und dann kann ich mich schon mal, dann kann ich mich schon einmal an die massiven Holzblöcke machen. Genau, dafür werde ich wahrscheinlich wieder sehr, 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 sehr viel Holz hacken müssen. Ich glaube, ein paar habe ich noch. Den Stein schmeiße ich da nochmal rein hier. Wunderbar. So, zack. Gut, massive Holzblöcke. Hier habe ich ein paar. Und das war alles. Ja, das ist nicht so viel. Ich mache wieder die mit Rand. Die finde ich eigentlich am schönsten. Welche sind denn das? Das sind diese helleren. Gut, das bedeutet, ich brauche Holz. Das kriege ich, glaube ich, auch aus... Aus Tannen kriege ich das, ne? Aus denen da war das, glaube ich. Aus denen kriege ich das hellere Holz, glaube ich, raus. Irgendwer hatte mal geschrieben gehabt, das kann man umstellen mit dem Holz. Das kann man dann aussuchen. Aber ich glaube, ich brauche auch das dementsprechende Holz dafür, ne? Also ich kann, glaube ich, nicht aus jedem Holz jede Farbe machen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Ja, danke, Baum. Fliegt doch noch ein bisschen blöder da unten hin. Oh, Mann. Jetzt habe ich extra so gehackt, dass er sollte in die Richtung, nicht mir auf den Kopf. Mann. Dämlicher Baum. Mein Plan ging nicht auf. So, das machen wir gleich mal weg. Das macht, glaube ich, sonst Umweltverschmutzung, wenn das da rumliegt. Das wollen wir nicht. So. So. Die massiven Holzblöcke, wo haben wir sie? Hier kann ich das, glaube ich, doch aussuchen, ne? Ich brauche die helleren. Oder wann? Ich bin komplett überfordert, keine Ahnung. Ich stelle einfach welche her und hoffe, dass die richtigen sind.
So, komme ich jetzt an das restliche Holz irgendwie dran? Oder landet das jetzt alles im Wasser? Okay. Gut, Holz schwimmt ja zum Glück. Und zum Glück auch in diesem Spiel. Bist du hungrig? Ich bin für alles zu hungrig, permanent, immer. Da haben wir schon mal ein paar Maiskolben, die ich mir reinkloppen kann. Und dann haben wir da noch Ananas, die ich mir reinkloppen kann. So, und dann haben wir noch massive Holzblöcke. Und jetzt sagen wir bitte, es sind die gleichen. Ja. Okay, gut. Das ist schon mal sehr schön. Boah, ich werde so viel Holz brauchen. Der Wald muss sterben. Ob das so gut ist? Ich weiß es ja nicht. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich muss auf jeden Fall aufforsten. Das muss ich machen. Kann ich gleich mal gucken, wie das geht. Habe ich jetzt im anderen Spielstand zum Beispiel gar nicht gemacht, aufgeforstet. Da habe ich nur immer alles niedergemäht. Kommt's klar? Anscheinend nicht. So, ich habe jetzt hier die Tannenzapfen. Kann ich die hier einfach einpflanzen? Wie es aussieht, nicht. Wahrscheinlich muss ich mit der Hacke, ne? Wahrscheinlich muss ich da erst so umgraben. Wie so ein Beet oder so, wenn ich was anbauen will. Zumindest ich mache einfach mal eine. Da kann ich das dann wahrscheinlich säen. Und dann wächst da bestimmt was. Hoffe ich zumindest, dass es so einfach ist. Ich hoffe, es ist nicht unnötig kompliziert. Aha, aha, aha. Ein neues Gebiet ist entstanden. Da müssen wir auch gleich mal gucken. So, derzeit trinke ich was. So, da. Jetzt geht das Geflacker wieder los, ne? Eben war es aber weg eine Weile. Oder ich habe es ignoriert, habe es nicht mehr gesehen. So, jetzt habe ich hier umgegraben und dann... Ah, siehst du, kann ich hier einpflanzen. Ich mache mal immer so einen Zweierabstand. Ich weiß nicht, ob das zu dicht ist. Aber irgendwas wird schon wachsen, bestimmt. Wenn es auch nur jeder zweite Baum davon ist.
Zack. Ist zu nah. Okay, geht nicht. Die brauchen wirklich viel Platz. Was war es? Ein Dreierabstand oder? Ja. Also ein Dreierabstand muss es schon sein. Naja. Auch okay. Gut, hacken wir erstmal weiter Holz. Bison, verzieh dich. Hier mal im Gestrüpp. Die Tiere drehen schon durch. Kaum dass Menschen auf dem Planeten sind, drehen die Tiere durch. Ganz aus dem Häuschen hier. Zack. So. Jetzt gucken wir nochmal kurz hier rein. Ich schmeiß ja gerade mal das Zeug rein. Das muss ich jetzt nicht die ganze Zeit mit mir rumschleifen. Ach, das war in dem Lager, ich dödel. Ja, schmeiß mal einfach da rein. Wie sieht's denn mit Essen aus? Warum kocht denn hier schon wieder nichts? Leistung. Da fehlt was. Und zwar... ja, komm. Wo ist denn der Herr, der mir die Kohle ranbringt? Mein Ofen ist aus. Tomaten kann man auch mal mitnehmen, wenn man schon mal hier ist. Die wachsen ja wieder nach. Das ist schon mal das Gute an den Strauchsachen, dass die einfach nachwachsen. Hat sich aber jemand versteckt hier, ey. Hallo! Guten Tag! Ja doch, eigentlich ein schöner Fleck. Hier kann man auch gut bauen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Puh, du hast auch so coole Bäume, die so viel Holz abwerfen. Die sind gut. Du bist direkt am Dschungel. Das ist auch nicht schlecht. Das hat auch sehr viele Vorteile, glaube ich. Problem an dem Chat ist einfach, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so reingucke. Hoppala, was war das denn für ein Ruckler? Ich gucke ja mal in den Chat oder so, ob mir dann jemand was geschrieben hat. Ja? Weil, wie gesagt, ich höre ja nichts.
Das Blöde an dem Chat ist einfach, dass da alles drin reingeknallt wird, ne? Muss mal gucken, ob ich das irgendwie filtern kann. Weil dann wäre es übersichtlicher für mich, wenn da nur drin stehen würde, was ihr geschrieben habt oder so. Anstatt dass mir das Spiel einfach jeden einzelnen Schritt, den ich irgendwie wo mal gemacht habe, da drin anzeigt im Chat. Das ist ein bisschen schwierig, dann aber was zu erkennen. So, ich brauche noch mehr massives Holz. Wenn ich den jetzt so fälle. Vorhin ist er mir auf den Kopf gefallen. Dann dürfte er jetzt auch in meine Richtung fallen und dann fällt er doch nach da unten, wo ich ihn hinhaben will, oder? Also rein theoretisch ja, wenn der andere Baum ihn jetzt nicht geblockt hätte. Die Bäume fallen immer in meine Richtung, oder? Nee. Gut, die fallen random. Das ist ja ganz toll. Da kann ich ja richtig schön planen, wo der Baum hinfällt. Du bist zu hungrig. Natürlich bin ich zu hungrig. Wie sieht's aus mit Essen? Da habe ich noch ein paar Maiskölbchen. Die Tomaten schmeiße ich mal da drauf. Das schmeiße ich auch mal da rein. Wie sieht's da eigentlich aus? Guck mal, da haben wir auch noch ein bisschen was. Ne, ist ein anderer. Dann werfe ich die jetzt einfach da rein, ist mir egal. Das schmeiße ich da hinterher und das schmeiße ich da einfach oben drauf. Fertig. Genau, so geht das. Jetzt muss ich was essen. Sollte die Maiskolben auch aus der Truhe rausholen am besten. Nicht drin liegen lassen. Kann ich schon mal platzieren. Doch, das wird was. Das wird was.